Das ist Roncalli. Sie nennt ihn nur Ron, Josephine Haie, 17, Schülerin und Mini-Menti aus Rulle bei Osnabrück. Ihre Trainerin Bianca Nowak. Josie und sie kennen sich. Josie und ich trainieren heute das zweite Mal zusammen. Josie ist im Moment von dem Sprung von L auf M-Niveau. Wir haben klar am Schulterrein an den Traversalen so ein bisschen gefeilt. Da waren die beiden aber schon auf ziemlich gutem Wege. Und besonders haben wir an den Wechseln gearbeitet. Der Sprung von L auf M ist ja gerade mit den fliegenden Wechseln schon immer ein sehr großer Sprung. Und da müssen wir auch weiterhin noch so ein bisschen dran feilen. Gesagt, getan. Warendorf, Dressurhalle des Deutschen Olympiadekomitees für Reiterei. Die Lösungsphase. Genau, versuche auch im Schritt trotzdem schon mal immer wieder deinen Absatz so ein bisschen tiefer zu bekommen. Ne? Dass du dein Bein nicht so hoch ziehst beim Schrittreiten, dass du aus der flachen Wade zum Treiben kommst. Zeit für einen Blick in die Geschichte von Josie und Ron. Der ist richtig speziell. Bei Ron ist es auf jeden Fall so, das ist schon ein ziemlicher Stinkstiefel manchmal. Und andere Leute kommen nicht so unbedingt mit dem klar, auch wenn die den nur von der Stallgasse kennen oder so. Eigentlich mag ihn niemand so. Aber bei uns klappt das ganz gut. Mich mag er. Ron ist 13. Vor 2 Jahren fragte Josie Rons Besitzer, ob sie den Schimmel von der Weide holen und ihn reiten dürfe. Erst mochten wir uns nicht so gerne, aber jetzt sind wir ein richtig gutes Team geworden. Und er macht einfach alles für mich. Das ist so besonders an ihm, weil andere Leute da, die mag er nicht so, aber mich mag er sehr gerne. Gemeinsam möchten sie die nächste Stufe der Dressurleiter erklimmen, von L wie leicht zu M wie mittelschwer. Da kann Bianca Nowak richtig gut unterstützen. Sobald du deine Hände wieder Richtung Bauch ziehst, musst du dich daran erinnern, Zügel müssen wieder ein bisschen nachgefasst werden, ne? Dass die Hand da vorne stehen bleiben kann. So, genau. Das ist gut so. Genau, da soll er hin. Ne? Kleine Paraden, immer wieder so ein bisschen beschäftigen wollen am Maul. So, richtig. Genau, jetzt inneren Zügel nachfassen. Nicht die Hand nach oben ziehen. Ne? Inneren Zügel nachfassen, die Hände bleiben da unten stehen. So, genau, jetzt wieder linken Zügel nachfassen. Wirklich nachgreifen den Zügel. Genau. So, jetzt den rechten Zügel wieder ein bisschen nachfassen. Genau. So, mach das ruhig noch einmal. Josie möchte einmal eine Bereiterinnenausbildung machen, doch davor steht das Abitur. Über ihre Mutter hat sie Kontakt zu Pferden bekommen, die war Westernreiterin. Josie probierte es als Springreiterin, um am Ende bei der Dressur zu landen. Sie kann einfach gut mit Pferden. Das bedeutet ja eigentlich so alles. Also da geht's nichts drüber. Fahre ich lieber in den Stall als irgendwo anders hin, weil die Pferde unheimlich viel wieder zurückgeben, wenn man viel Arbeit reinsteckt. Ja, und die können einen auch nicht so nerven. Die sind dann immer ruhig. Mit 4 Zügeln reiten, mit Trense und Kandare, das hört sich häufig leichter an, als es ist. Hand bleibt tief. So. Prima. Und wieder aufnehmen. Aufnehmen vor der Ecke. Zügel nachfassen. Zügel nachfassen. Richtig, wirklich reell die Zügel nachgreifen in dem Moment. So, gerade machen, genau. Sehr gut, nochmal einmal ein bisschen aufnehmen, von hinten so ein bisschen ranschließen wollen. Nicht schlimm, weiter, 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 kleine Paraden dabei. Ne? So, und dann reizt du gleich nochmal einmal eine Diagonale und legst ihn dabei nochmal einmal zu. Wir haben nochmal sehr gut an ihren sowohl Höhepunkten als auch kleinen Schwachstellen gearbeitet. Josie ist ja im Moment so ein bisschen auf dem Sprung zu M. Und sie hatte jetzt trotzdem noch ein paar L-Dressuren geritten und wohl immer das Problem, dass er dann jetzt den fliegenden Wechsel schon zeigen wollte, obwohl er es nicht durfte. Deshalb sind wir heute explizit noch mal einmal in den Außengalopp gegangen. Das hat sehr gut geklappt, finde ich. Hat er gut gemacht, sehr gut. Genau, prima so. Ruhig auf beiden Händen noch mal richtig schön, dass er sich einmal durch den Körper strecken kann. Genau, Absatz tief dabei. Schön strecken in deinem Sitz. Gut. Genau, kleine Paraden, Hände bleiben vorne. Genau, dass du immer so ein kleines bisschen Verbindung hältst und nicht schneller wirst. Gleichmäßig im Ablauf.
Also ich fand es sehr gut. Ich fand auch, dass er sich hier sehr gut gezeigt hat, dass er sehr schön getrabt ist vor allem auch. Ich kann daraus mitnehmen, dass ich einfach noch im Außengalopp gerade noch so ein bisschen mehr dranbleiben muss. Wir haben das im Moment, dass er gerne im Außengalopp umspringt, gerade auf dem Turnier. Und da gehe ich jetzt immer schon von aus, dass ich denke, jetzt springt er gleich um. Und da muss ich einfach so ein bisschen von abkommen und einfach sagen, er springt nicht um, sondern er geht mir da jetzt schön durch die Ecke und ja, macht das schön.